Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Ostseeküste. Ja, wir haben gestern Abend hier ein bisschen auf der Ostseeküste gestreamt. Ich hatte ja gestern so eine kleine Abstimmung gemacht und ja, ich sag mal, 50% von denen, die abgestimmt haben, wollten gern die Ostseeküste sehen und das Güllefahren, was wir hier gemacht haben, beziehungsweise Güllegruppen haben wir ja gemacht im Stream gestern Abend. Und ich muss sagen, wir haben auch 3 Stunden gebraucht hier für das Feld plus Gülle ein bisschen hin und her fahren. War ja auch noch mit dazu, ne? Und ja, Feld ist fertig. Und ihr seht schon, ich sehe zum Axion, Seemaschine ist hinter. Und wir sind hier jetzt ein bisschen am Raps ausdrillen. Denke ich mal, wird auch ein bisschen dauern. Ich werde wahrscheinlich, ja, vielleicht 2 Folgen hier machen. Ne? Und dann schauen wir mal, ne? Also ich werde jetzt öfters mal so eine Abstimmung machen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wo ihr dann auch mitentscheiden könnt, welche Karte wir im Livestream spielen sollen. Ne? Das ist vielleicht mal ein Tag früher oder vielleicht den gleichen Tag dennoch. Ne? Und ja, mal schauen. Ne? Also wie gesagt, das war ja... Also ich fand's gut. Ne? Wie gesagt, da konntet ihr denn so mitbestimmen, was wir machen wollen. Oder ne? Ich habe ja auch genau hintergeschrieben, ne? Ostseeküste, Gülle fahren. Sollen sie Gülle ausbringen, glaube ich, stand da. Und bei den anderen hatte ich ja auch alles hintergeschrieben. Wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Werde ich, wie gesagt, dann auch mal öfters machen. Was mir nicht so gefällt, sind die Möwen, die hier rumquietschen. Das habe ich ja gestern im Livestream auch schon gesagt, ne? Dass mir die Möwen hier so ein bisschen auf den Keks gehen. Gerade hier im oberen Bereich. Denn, ne? Können wir hier schön jetzt erstmal schön die Aussaat machen. Oh. Das ist wieder, ne? Ja, wird erste Mal Raps denn hier. Ne, ich glaube, ich hatte letzte Saison schon ein bisschen Raps gehabt. Auf ein Feld. Glaube ich zumindest. Ja, irgendwo hatten wir ein bisschen Raps stehen. Ja, und war echt ganz gut gestern, wie gesagt, der Livestream. Ne? Wie gesagt, ich werde das jetzt öfters mal machen mit diesen Abstimmungsgedöns halt. Ne? Wie gesagt, damit ihr auch so ein bisschen gucken könnt, och, ne? Die 3 Maps oder die 4 oder 5 Maps stehen zur Auswahl. Ach, jo, da würde ich gerne heute Abend. Oder der andere sagt, och, das ist doch geil oder so. Ne? Natürlich wieder ein bisschen mitzählen jetzt, ne? Ist ja nicht so, als wenn wir hier auf dem PC und Profit haben. Nein. Muss alles hier jetzt wieder mitgezählt werden, ne? Das ist auch die zweite. Jetzt kommt die dritte Bahn. Ja, ich mache den lieber ein bisschen früher runter und dann fahre ich nachher im Vorgewende das alles lieber nochmal mit über, als wenn wir hier über irgendwo ja was frei haben wieder denn, ne?
soweit ganz gut aus. Ich weiß auch gar nicht, ob wir, wie jetzt die Fahrgassen davor waren. Sehen wir hier so nicht. Nee. Sehen wir hier nicht. Wo Fahrgasse war oder wo nicht. Hätte sein können, ne? Ein gut, zumindest hier nicht. Auf den anderen Flächen. Ich glaube, hier auf der Fläche und auf der Fläche sehen wir das halt noch so ein bisschen, ne? Ja, hier sehen wir es ganz gut. Hier, hier, hier. Weil wir da nur gegrubbert haben, ne? Gegrubbert, geeckt haben. Diese Möwen hier, ne? Meine Güte. Wie die einen nerven. Wichtigste ist, dass wir nachher hier hinkommen mit dem Gully, ne? Dass das wieder irgendwie passend tut. Das dann irgendwie wieder passend tut, dass wir nicht da drauf zu fahren mit einer Fahrgasse, sondern links oder rechts daneben, weil wie gesagt, das ist ja nicht so hoch, dass wir da jetzt irgendwie, ne, da können wir ja, kommen wir ja mit der Spritze dann auch so rüber einfach. Fahrgasse ist an. Gut. Ich hoffe mal, Saatgut wird reichen. Ich hatte jetzt nicht aufgefüllt. Das, die Sämaschine, die, ich glaube, die war irgendwie bei 9, knapp bei 90% oder so. Hatte ich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht aufgefüllt. Freut mich schon wieder. Jetzt geht es dann langsam so schon wieder Richtung Ende drauf zu auf der Karte. Dann kommen wir endlich mal ein bisschen weiter oder endlich mal richtig voran hier auch. War ja immer so eine Sache, hast du ein Jahr gespielt, dann heißt ja auch dann doch ein bisschen gedauert hat, weil wir die Karte ja auch nicht regelmäßig und täglich gespielt haben. Dass man denn irgendwo wieder halt, ne? Zack, bumm, dann kam Update, dann musste man wieder von vorne anfangen und, ne? So. Nee, nicht das Licht. Das Licht soll, wollt ihr eigentlich nicht anmachen. So. Ich glaube, das war eben ein bisschen zu spät. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Ne, wenn wir dann Vorgewinde machen, lieber ein bisschen, ne, mehr hier rüber. Na. Ich habe vergessen umzustellen. Ich habe vergessen umzustellen. Wie es denn so ist, ne? Wie gesagt, das ist natürlich das Geile an ProSeed, ne? Wenn du es um Automatik hast, musst du da nichts mehr einstellen. Das Einzige, was du machst, ist deine Sämaschine ausheben und einsetzen und dann ist gut, ne? Und erzählt die Bahn, wenn man alles eingestellt hat und dann ist schick, ne?
Gut, könnte ich hier mit dem Terminal auch machen, ne? Ja, das müsste ich halt dann auch selber einstellen, ne? Müsste ich den auch selber ein weiter drücken, sagen wir mal so. Sehen wir die Aussatzstärke nicht? Und guck mal. Das sieht eigentlich hier, wo es jetzt so rot ist, haben wir normal, also Standard, Standard bis niedrig, das finde ich gut. Standard bis niedrige Aussaatmenge, das ist okay. Ist auch im Automatik, ne? Ist im Automatikmodus. Das ist okay. Wird halt dauern, ne? Wir haben jetzt hier ein bisschen was zu tun. Ich habe mir auch gleich wieder das größte Feld ausgesucht zum Anfang, ne? Aber wenn wir auf das andere Feld gegangen wären, wären wir ein bisschen schneller fertig gewesen. Aber naja. Kann man die nicht ausschalten hinten? Oh, das wird aber da hab ich. Ah. Da fahre ich diesmal genau drauf zu, denn, ne? Das ist jetzt das zweite. Hier, wenn wir hochfahren, ist das dritte. Und da fahren wir direkt drauf zu, ne? So entschieden. Dann kann ich hier denn nachher, wenn wir hier so weitestgehend fertig sind, könnte ich hier eigentlich dann später schon mal den Xylom der Walze draufsetzen. Ja, erstmal so drei, viermal Vorgewende machen. Und dann den Xylom raufschicken. Ne? Könnte der hier hoch und runter fahren und walzen. Das hat ja meistens sonst der Deutz gemacht. Aber das könnte ich dann auch mit dem Xylom machen jetzt. Ne, mal. Oder der Xylom macht das. Das wäre die Fliege von gestern Abend. Aha, aus dem Stream. Hier ist wieder da. Die nervt mich jetzt schon wieder. Fangen wir ein bisschen weiter oben an, denn, ne? So. So, meine Lieben, ich sehe auch gerade schon, dass wir am Ende angekommen sind. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen weitermachen. Ich denke mal, wir werden jetzt hier so zwei Folgen, denke ich mal, auf dem Feldchen hier machen. Dann werde ich den Rest auf jeden Fall alleine fertig machen. So jetzt im Groben und Ganzen, ne? Und ja, ihr wisst, heute Abend kommt kein Livestream, ne? Ich bin heute Abend wieder mit den Jungs unterwegs und dann denk mal, morgen werden wir dann wieder einen Livestream machen, ne?
Und dann, ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.